Fragen kostet nichts. Eben. Richtig. Also, wenn er uns dann anlügt, dann ist auch so, aber ich weiß auch nicht. Was Besseres fällt mir nicht ein. Sag mal. Wir sollten jetzt langsam gehen, die werden wirklich unruhig. Hört ihr das auch? Was? So ein Lied aus dem Städtchen dort. Großartig, wahrscheinlich eine Beschwörung oder etwas Ähnliches. Ich weiß nicht, nein. Also das fühlt sich jetzt... Kennt ihr das Lied? Nein, aber so hören sich manchmal Elfenmusiker an. Elfen? Ja, ihr kennt doch diesen Gesang, den sie da immer drauf haben, mit den zwei Stimmen. Hört ihr ja. das nicht? Hört mal hin. Moment. Also Keras nimmt das jetzt wahr. Wenn die anderen mal ein bisschen ruhiger sind, dann kann Keras es zumindest auch verstehen. Klingt nicht nach einer Beschwörung. Nach was dann? Magiekunde plus 15. Ach, locker. Würde ich Abel mir auch zugestehen. Abel mir hätte auch 10 Punkte übrig. Rafim und Boltax bekommen das aber nicht mit. Das ist keine magische Analyse, oder doch? Nein. Ich hab's nicht geschafft. Wow. Geschafft? Zweimal sogar. Krass. Eingetragen. Das ist das Lied der Reinheit. Und das dient hier wohl vor allem, um den Ort der Verhandlung von Dämonen zu säubern. Und zwar von allen Dämonen. Auch von den Erzdämonen, die mithören. Also ja, sie bereiten sich auf euch vor. Und was ist das nun für Musik, die ihr hört? Das ist so ein ritualisierter Gesang der Elfen. Er wird bei Verhandlungen und so eingesetzt. Er macht, dass dämonische Präsenzen sich nicht mehr an diesem Ort aufhalten können. Das ist ziemlich gut. Ah, das ist gut. Wir werden erwartet. Kann man sowas... Nein, sowas kann man nicht lernen. Ich wollte doch nicht wirklich von Elfen lernen. Warum nicht? Wenn es hilfreich ist. Das sind wilde Zauberer. Kein Studium, keine Akademie. Sie lernen von Bäumen und von Gräsern und. Ja, und ja, ihr könnt später über eure Vorurteile reden, danke. Das ist ja wohl, also, das ist der Akademie auf jeden Fall überlegen. Können wir jetzt einfach da reinreiten und sterben, bitte? Mein letzter Punkt noch. Wenn wir ihn das fordern, dass er seine Truppen zurückzieht, was meint ihr, wie lange sollte ein Waffenstillstand halten? Für wie lange sollten wir ihn bannen? Jahrzehnte. Und 5 Jahre müsste im Mittelreich reichen, um ihre Stärken wieder aufzubauen. Wie wollt ihr denn in 5 Jahren wieder eine schlagkräftige Armee zusammenstellen? Wir haben kein... Das Mittelreich ist pleite. 5 Jahre sind 5 Jahre. Besser als gar nichts. Ja, richtig. Ich glaube auch noch nicht, dass wir in 5 Jahren gewinnen können. 10 eher. Ihr seht, das hätte immer so negativ. Aber ihr wisst ja, was ein Söldner, was ein, vor allen Dingen, gesamte alte Garde ist tot, Abel. Mir, da sind keine Veteranen mehr. Wisst ihr, wie lange es dauert, einen Veteranenkorps aufzubauen? 12 Jahre. Lasst uns gehen. Das ist nicht lange. Ja, wenn ihr mit dem Mut, mit dem Mut der Verzweiflung dann langsam den Hügel runterreitet, ja, dass ihr irgendwie schon entdeckt worden seid, sollte mittlerweile allen klar sein. Die Dämonen werden nach Norden gebracht, weg von Barbrück, das Lied, das erklingt. Und ohne, dass es irgendwelche Söldner braucht, die dort stehen und euch beobachten, ohne irgendwelche Kotonkis, ihr werdet erwartet. Und wenn ihr dann weiter herunterkommt, zunächst auf die Straße wechselt und dann langsam in Richtung der Brücke reitet, könnt ihr sehen, wie jetzt wohl auch 2 sehr hochgewachsene Krieger auf euch zukommen, die verschiedener nicht sein könnten. Der eine, ein hochdekorierter, kusslicker Seesöldner in einer, ja, die Borten weisen ihn zumindest auch unter anderem als Bluttempler aus. Der andere, wohl ein Drakoniter, also ein sehr grün gekleidet, mit einer Hesinde-Schlange auf der Brust, unglaublich groß und unglaublich vernarbt.
steht er da, und während er euch mustert, während die beiden euch mustern, stehen sie dann euch empfangend an der Brücke. Könnt ihr auch hören, dass sich das Lied ein weiteres Mal verändert und ein weiteres elfisches, ja, Lied jetzt erklingt, was anders klingt, ebenso sehr rein und friedlich, aber irgendwas Neues, was jetzt wohl gerade passiert. Und ihr merkt auch, wie sich wohl irgendwas in eurem Kopf verändert und ihr nicht das Bedürfnis habt, eure Waffen zu ziehen. Ihr könnt auch erkennen, dass an dem Drakoniter und auch an dem Bluttempler keine Waffen sich befinden. Die haben sie auch abgelegt. Und wenn ihr dann näher herankommt, halten die kurz einmal ihre Hände nach oben und deuten euch damit, dann eben stehen zu bleiben. Einen wunderschönen guten Morgen. Dann bitte einmal absitzen. Darf uns kurz vorstellen? Die Zwölfe zum Gruß. Ich steige. Ja, die Zwölfe euch auch zum Gruß. Darf mich kurz vorstellen, Sarastro Dorkstein, Admiral Komtur. Und das ist mein guter Freund, Drakoniter Harlijin. Wir werden euch begleiten. Harlijin wird sich um die Pferde kümmern. Nun gut. Müssen wir unsere Waffen zurücklassen? Das wäre doch sehr höflich, nicht wahr? Immerhin reist ihr unter Zarflagge. Und die respektieren wir genauso wie ihr. Gewiss doch. Ebenso tragen wir keine Waffen. Ich würde meine Waffen ablegen, mir meinen Schlagring wieder aus dem Bauch fischen. Ja, ich lege auch meine Waffen ab. Ich lege meine auch dazu. Ja, dann könnt ihr nach und nach euch so ein bisschen entblättern und dann die offensichtlichen und auch die nicht offensichtlichen Waffen alle mal an die Satteltaschen packen und dann eure Pferde über die Brücke hinüberführen und seht dann das Chaos von Barbrück. Wie gesagt, viele Häuser, die hier niedergebrannt worden sind, eine Garnison, die auf der anderen Seite liegt, die allerdings auch vollkommen zerstört wurde, und zwei, drei Boronsräder, an die dann auch Admiräle oder Hauptmänner gebunden worden sind, die dann hier zum Ausbluten dann zurückgelassen sind. Also stehen dann hier einfach direkt gegenüber von der Brücke an der zerstörten Kriegsakademie. Die Reiter des Regiments Alkos Shah. Sind die Männer noch am Leben oder sind die tot? Die sind tot. Okay. Ja, während ihr dann den beiden folgt, wird Harlijin euch dann irgendwann zu verstehen geben, dass er jetzt die Pferde nach und nach annimmt und bringt sie dann an einen Stall, der ist so ein bisschen offenstehend, also nicht abgeschlossen, sondern würde die dann eben nach und nach anbinden. Und Sarastro Dorkstein würde euch dann bedeuten, dass ihr ihm folgt, während Harlijin dann dort stehen bleibt. Aber mir, dir ist dieser Begriff auf alle Fälle... Dieser Name auf alle Fälle ein Begriff. Harlijin? Nein. Dorkstein. Sarastro Dorkstein. Dorkstein. Das ist der Bruder von Perdido Dorkstein. Der Nemesis. Die euch damals in der blutigen See in einem allerletzten Kampf, ja, die damals Ahmad teilweise das Leben gekostet hat. Gemeinsam mit dem riesigen Baumstumpf. Laufen die Emissäre vor uns ein Stück, dass sie uns nicht hören können, oder? Die würden dann so ein bisschen auch höflich vor euch laufen, den Weg weisen. Also jetzt gerade, wenn HDG mit den Pferden zugange ist, dann könntet ihr jetzt auch das Friedenslied vernehmen. Also ihr könnt das zumindest deuten, Abelmir und Isarun. Das ist ein weiteres Friedenslied, was euch jetzt eben auch dazu ermutigt, nicht zu den Waffen zu greifen, wenn ihr euch in dieser Zone befindet. Immer wenn ihr irgendwie eine aggressive Handlung vornehmen wollt, dann müsst ihr vorher eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Und dann könnt ihr euch gemeinsam mit diesem Lied, während ihr dann diesem Zelt näher und näher kommt, verständigen. Kras, das ist ein Dorkstein. Ist schon einer von denen da. So hat er sich vorgestellt, ja. Dorkstein. Sagt euch der Name nichts? Doch. Doch, was bedeutet es jetzt? Das muss wohl ein Bruder sein von diesem Perdido. Wir schon damals. Wir haben doch jetzt größere Sorgen. Also wenn der so ist wie sein Bruder, dann schwant mir Übles.
Alles zu seiner Zeit. Ich werde ihm ein Auge behalten. Danke. Auf ihn. Was? Passt auf den da auf. Zeig auf Sarastro. Gefährlicher Mann. Sind die hier alle Abelmeer? Dieser ganz besonders. Ich werf ein Auge auf ihn. Ich weiter, warte mal. Ja, bevor ihr in das große Hauptzelt geführt werdet, gemeinsam mit der Flagge, die ihr dort auch erkennen könnt, die dort immer noch im Wind herumrauscht und flattert, werdet ihr in ein kleineres Zelt geführt und wenn ihr das tut und dann einmal den Seiteneingang benutzt, wird einmal zur Seite gezogen, steht ihr vor der Elfe. Das Lied ist mittlerweile verklungen, das Friedenslied, aber es wirkt trotzdem weiter, dieser Effekt. Ihr steht vor einer Elfe, die ihr auch bereits kennt, Azariel Scharlachkraut, die Hohepriesterin der Borberat-Kirche. Kurze, schwarze Haare, spitze Ohren, eine hohe Robe, die sie ausweist, in schwarz und rot als Borberatianerin. Schrecke kurz zurück. Oh nein, nicht hier auch noch. Muss man die kennen? Man muss sie nicht kennen, aber ja, wir kennen sie. Eine lange Geschichte. Redet nicht mit ihr. Was heißt das? Wir kennen sie? Ich kenne sie nicht. Ich auch nicht. Aber ihr habt immer komische Freunde, wisst ihr das eigentlich? Das ist nicht meine Freundin, das ist eine sehr gefährliche Frau. Kommt doch bitte rein. Eure Ex. Kommt bitte rein, setzt euch, trinkt einen Tee gemeinsam mit mir, bevor wir dann zu den etwas härteren Geschützen kommen. Aber gerne doch, vielen Dank. Redet nicht mit ihr. Redet aber, als wäre die deine Freundin Abelmir. Freut mich, euch kennenzulernen. Abelmir, ja Morenes. Ich glaube, wir haben uns schon einmal getroffen, nicht wahr? Meine Erinnerung ist dahingehend etwas verblasst. Ich hatte mehr Kontakt mit eurem Freund Ömer, aber ich glaube, wir hatten uns kurz vor Yol'Gummer getroffen in einer Dämonenarche, nicht wahr? Gewiss. Es war mir ein spezielles Vergnügen, könnte man sagen. Ja. Sie schmunzelt. So schlagfertig wie damals. Sie schmunzelt und schenkt gerade Tee ein, tulamidischer Tee, der gerade besonders gut duftet. Und er deutet dann auf die verschiedenen Stühle. Es sind keine Sitzsäcke, es sind Stühle an einer großen Tafel. Ihr werdet doch keinen Schabernack treiben und vergifteten Tee unterschieben, nicht wahr? Warum sollte ich euch vergiften? Ich meine, wir sind unter Zarflagge, habe ich gesehen. Und auch ein solches Friedenslied kostet mich dann doch zu viel Kraft, als dass ich euch jetzt vergiften würde. Aber nein, der Fürst Komtur möchte mit euch sprechen und mit euch die Verhandlung in eine Richtung lenken, da wir ja auch etwas von euch wollen. Und jetzt seid ihr also geschickt worden, da seid ihr aber aufgestiegen. Nun ja, wir tun, was wir können. Was treibt euch in diese Gegend? Zuletzt sah ich euch in Yol'Gomak. Nun, ich denke, man kann mich überall in Aventurien finden, wenn die Borberatianische Kirche nach mir schickt oder mich braucht. In diesem Fall möchte ich doch ganz gerne den Weg, den Xeran eingeschlagen hat, etwas verändern. Und da hilft mir der Fürst Komtur selbst. So. Ihr sprach von unserem guten alten Freund Ömer. Habt ihr ihn mal wieder getroffen? Nach unseren gemeinsamen Lehrstunden in den Borberadianischen Tempeln in Yol'Gomak selbst nicht, nein. Ich war leider etwas überrascht, muss ich so sagen, dass ihr so plötzlich aus Yol'Gomak aufbrachet und nicht an einer letzten Ehrung unter Galotta teilnahmt. Er hatte zumindest nach euch geschickt und ich glaube, euer Freund Ragnar und auch Myria waren wohl anwesend und dann taucht ihr nicht auf und die Wache wurde geschickt und dann gab es einige Querelen, aber anwesend war ich zumindest auch. Tja, die Umstände, ihr wisst doch, manchmal die Umstände. Nun, aber dafür habt ihr euch ja gemacht. Ja. Also wie gesagt, guter tulamitischer Tee, wir haben hier Zucker und wenn ihr noch etwas braucht, sagt Bescheid. Wir sind ja hier keine Barbaren.
Da hättet ihr auch ein Bierchen. Ein Bier haben wir selbstverständlich auch, hoher Herzwerk. Oh, das freut mein Herz. Ja, vielen Dank, das beruhigt doch ein wenig die Nerven von einem solch wichtigen Ereignis. Ja. Du kannst kurz sehen, wie sie leicht flüstert, zweistimmig, die Augen nach oben klappt und nach ungefähr zaubert sie gerade. Nach 20 Sekunden kommt ein Soldat hinein, auch in Uniform, uniformiert, und stellt dann auch ein Bier neben euch ab. Schlägt dann auch kurz den Zapfhahn rein, ist also komplett frisch, und holt dann auch noch zwei, drei gute, größere Becher dann hervor, die er euch dann ja erstmal zapft und dann vor dir stellt. Danach geht er raus. Ja, Dank, sehr zuvorkommend von euch. Eine interessante Fähigkeit mit eurer Stimme. Euer Erfolg überrascht mich immer wieder. Mit unserer Stimme? Nun, die Friedenslieder, die von den Bergen schallen. Man kann damit eine ganze Menge ausrichten, und der Fürst Komtur legt auch Wert darauf, dass das hier gesittet vorangeht, denn immerhin vertretet ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, das Mittelreich, und er zumindest zwei Heptarchen. Noch. Was meint ihr mit noch? Dass dieser Krieg demnächst beendet sein wird und wir weiterziehen. Wohin liegt an euch? Nun, dann haben wir zumindest ein gemeinsames Ziel. Und das da wäre? Diesen Krieg beenden. Diesen Krieg beenden. Wie gesagt, wohin wir als nächstes ziehen, soll dann durch euch entschieden werden. Ich bin der Meinung, ihr habt eine Nachricht bekommen, die zumindest an das Mittelreich überstellt worden ist. Wir haben traurige Kunde gehört, dass wohl Rohaya verstorben sei, und auch die Reichsregentin Ema ist ebenso unter den Einwirkungen der Schlacht verstorben. Galotta und Rassasur haben also gewütet. Wie geht es weiter? Drachenprobleme. Darf ich fragen, wie es weitergeht im Mittelreich? Lohnt es sich überhaupt, das Ganze zu retten, oder zerfleischt ihr euch da drüben schon selber? Oh, es lohnt sich durchaus, alles zu retten, und es läuft durchaus gut den Umständen entsprechend, muss ich zugeben. Und die Nachricht, die wir von euch erhalten haben, oder besser gesagt von Harfax, ist der Grund, weshalb wir hierher aufgebrochen sind, anstatt weiterhin zu regieren. Das heißt, ihr selbst seid die Regentin, wenn man so sagen muss. Ein Kollektiv? Das ist vielleicht ein wenig übertrieben. Und doch, wir haben Einfluss gehabt, ja. Mein Heldenrat, habe ich gehört. So, ja, ist zwar notwendig. Das Reich ist in guten Händen. Ja, dann werden wir sehen, wie gesagt, was die Zukunft bringt und welcher Adlige sich am Ende durchsetzen kann. Ob es wieder eine Familie von Gareth wird oder wir diesmal etwas ganz anderes sehen können. Bin sehr gespannt. Aber teilt doch bitte der Regierung, unabhängig dessen, was der Fürstkomtur euch gleich ausrichtet, mit, dass es mir sehr leid tut, dass Galotta diesen Weg gegangen ist. Man konnte ihn nie wirklich beeinflussen. Er war verrückt am Schluss. Nun, ich würde nicht unbedingt sagen, verrückt. Wir haben seine letzten Momente erlebt. Das ist doch gut zu hören. Wart ihr für seinen Fall verantwortlich? Wir waren bei seinem Tod anwesend, ja. Wir haben ihn gewissermaßen inspiriert zu seinem Tod. Inspiriert zu seinem Tod, das ist wahrlichweise ausgedrückt. Ich weiß, dass der Fürst Komtur und Galotta selbst ehemals gute Freunde waren, aber verschiedene Bestrebungen haben dann doch nach der Schlacht, nach der dritten Dämonenschlacht, das Ganze etwas strapaziert, möchte ich sagen. Bin mir nicht ganz sicher, in welcher Art und Weise sie sich aktuell noch standen, inwiefern sie sich noch schätzen oder nicht schätzten. Nun, ich hoffe, er nimmt es uns nicht allzu übel, dass wir gegen ihn arbeiten mussten, nachdem er versucht hat, die Stadt zu vernichten. Nein, ich denke, daraus kann man euch keinen Strick ziehen. Sehr gut. Ihr kennt den Fürst Komtur einigermaßen gut? Ich habe schon den einen oder anderen Auftrag für ihn absolviert und mit ihm gearbeitet, korrekt? Ich bin sehr neugierig. Was könnt ihr mir über seinen Charakter sagen? Und vor allem, ist er noch ersetzt oder wird er auch nur wie eine Marionette gelenkt?
Er ist oftmals jähzornig. Das liegt unter anderem auch an dem Splitter, den er verwaltet. Ihr wisst, dass er den Splitter des jenseitigen Mordbrenners unter sich hat? Eingearbeitet in einen großen Streitkolben. Dieser macht ihn zu unser aller Leidwesen sehr unberechenbar, aber er kämpft dagegen gut an. Was allerdings viel interessanter ist und weshalb ich auch gerne noch einmal vor euch mit ihm spreche, ist, dass ich euch sein Wesen doch etwas erklären mag. Das ist aber sicher hilfreich. Nur zu gerne. Wir haben viel in letzter Zeit über ihn gehört. Ich bin interessiert, nun das Ganze von einer anderen Perspektive zu hören. Halmhafax selbst kam natürlich sehr schnell mit dem Wirken der Erzdämonen auf Maraskan in Kontakt. Allerdings verabscheut er das Chaos. Und dies tut er genauso wie ich, wie ihr vielleicht wisst. Denn ich habe ja schon das ein oder andere Wort mit Abel mir gesprochen. Vielleicht kann man ihn selbst einmal zu dem wahren Weg überreden. Aber eine Augenbraue? Aber immerhin habe ich Ömer doch auch dazu bekommen, sich den Borbradianern anzuschließen. Aber darum soll es nicht gehen. Wie gesagt, das Chaos... Ihr könnt sprechen. Ja, irgendwie hat er erwähnt, dass man nicht mit euch sprechen soll, aber ich denke, das hat sich schon verabschiedet. Entschuldigt, dass ich euch unterbrochen habe. Kein Problem. Ich lasse mich gerne unterbrechen, wenn man von solch einer Explosion noch einiges mehr lernen kann. Ja, ich bin auch geschockt, was man alles so erfährt heute. Wer ist Ömer? Einer unserer Gefährten. Ein Freund. Also war er das auf jeden Fall mal. Aber ja, fahrt fort. Ich habe euch unterbrochen. Ja, wie gesagt, Maraskan, das Chaos, was er verabscheut, und es hat sich natürlich überall ausgebreitet. Es gibt einen weiteren Splitter im Zentrum von Maraskan. Dort, wo Asphalot ihren Einfluss geltend gemacht hat. Und wir wissen nicht genau, wo sich dieses Zentrum befindet, allerdings wissen wir, dass es stark ist. Und wir müssen versuchen, diesem Chaos zu widerstehen. Diese Überzeugung speist sich vor allem dann auch aus der umfassenden Gabe zu improvisieren und aus den unmöglichsten Zufällen einen Vorteil zu gewinnen, zu ziehen. Und deswegen möchten wir auch ganz gerne herausfinden, was sich im Inneren der Insel abspielt. Wir müssen die Insel bändigen und dafür bräuchten wir die elburischen Tafeln. Wir müssen es nicht nur schaffen, dass die Insel uns zugehörig gefühlt wird, sondern auch, dass wir mit diesen Tafeln den Einfluss der Erzdämonen minimalisieren. Wir müssen Maraskan halten. Dieser starke Geist, der dem Fürst Komtur innewohnt und das Interesse der Herzogin des wimmelnden Chaos so sehr beansprucht. Sie hatte noch niemals in ihrem Wirken einen solchen Menschen, nicht unter ihrer Kontrolle, sondern in ihrem Wirkkreis. Sie hat noch niemals einen solchen Menschen getroffen. Und da Borbrad Xamanot, geheiligt sei sein Name, den Fürst Komtur selbst anlenkte, konnten wir mehrere Dinge über die Dinge erfahren, die die Herzogin des wimmelnden Chaos nun eigentlich mag. Wir haben versucht, und laut meinen Analysen ist es uns auch gelungen, dass wir sie besiegen können. Wir führen hier einen Krieg gegen die Niederhölle. Während ihr im Dienst der Niederhölle seid? Genau das ist ja das Geniale. Ihr wollt eine Erzdämonin besiegen? Ich denke, dass ihr seid sicherlich mit den Werken von Hafax aus Werheim vertraut, oder? Er schrieb stets zu sagen: Wenn du den Feind und dich selbst kennst, dann brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Ja, das habe ich bereits einmal gelesen. Das haben wir sogar studiert. Doch
komme ich nicht darüber hinweg, ein wenig skeptisch zu sein, denn ich habe bereits ähnliche Worte gehört von gewissen Brabakern, die sich mit der Nekromantie beschäftigen. Wer ist denn der akute Feind auf Maraskan, wenn ihr mir die Frage gestattet? Also, wer hält diesen Splitter in seiner Hand? Das wissen wir, wie gesagt, noch nicht ganz. Es ist auf alle Fälle ein sehr altes Wesen, was sich im Zentrum befindet und mit den Echsen kooperiert. Vielleicht sogar echsenartig. Verdammte Echsen. Was hat es das mit den Tafeln zu tun? Das, was die Tafeln damals dort verbannt haben? Korrekt. Die Tafeln, wie ihr vielleicht in euren Recherchen herausgefunden habt, sind unter anderem ein Schlüssel zur Insel selbst. Die Insel wurde als Bannland vor vielen Jahrhunderten verflucht, beziehungsweise als Bannort der Echsen von dem Sultan selbst auserkoren. Ja, ich habe davon gelesen. Stand in einem der Bücher, die ich besitze. Könnt ihr wohl dies verändern? Weil für mich klingt das gut. Wir wollen die Insel einnehmen. Also wollt ihr die ganzen Echsen umbringen? Echsen sind böswillige Kreaturen, die von keiner menschlichen Intelligenz getrieben sind. Da hat die Elfe recht. Nun, sie haben definitiv Intelligenz, aber nicht menschlich, da hat sie recht. Die Motivation hierzu ist also territorial begründet. Das könnte man so sagen.